Der erste Fund. Sieht interessant aus. Hier sind irgendwelche Muster zu erkennen. Ich mache das mal sauber. So, die Muster haben sich sehr erfreulich als die Abbildung eines Schiffes herausgestellt. Das ist echt der Hammer. Super Fund. Und hier hinten meine ich einen Reiter zu erkennen. Könnte sein, dass es der heilige Georg ist, der hier den Drachen kämpft mit der Lanze. So, hier mitten in einem Nest schwarzer Ameisen sind Signal. Ich muss sie leider stören. Aber ich glaube, er ist nur ein Harmonika-Stimmblättchen. Wird hier fleißig mit Ameisensäure bedacht. Vielen Dank auch. Soll er gesund sein, aber es ist nur ein Harmonika-Stimmblättchen. Okay. Mit Öse. Ja. So, wieder ein sehr tiefes Signal. Was war das hier? Das ist eine alte Fahrradklingel. Zerbröckelt schon. Ich glaube, die ist nicht mehr zu retten. Aber es weist darauf hin, dass hier vielleicht mal ein alter Weg vorbeiging. Hier ist der Abdruck. Und hier hoffe ich der Fund. Drauf ein Adler. Und da oben eine Krone. Und ich täusche mich sehr. Der Knopf ist irgendwie nach innen konkav. Also super Fund. Es ist sehr windig heute. Ich hoffe, man versteht mich. Und also zum Zeigen mal, der Boden ist richtig trocken. Richtig trocken. Zwei Pfennig, jawohl. 1960. Ein Eisenring. Ah. Okay, bronzenes Ringerl. Prima. Ein Ring. Prima. Sehr schön. Religiöses Schriftzeichen dann zu sehen. Mehr Gewalt möchte ich jetzt nicht dran gehen. Lieber einweichen. Also ich glaube, oder hoffe ihr, etwas Interessantes entdeckt zu haben. Und zwar hier.
Möglicherweise ist hier vorne noch irgendein Symbol mit einem Muster drauf. Da hinten auf alle Fälle zwei Halterungsösen. Da sieht man auch noch ein Metallstift ging da durch. Interessant. Ich glaube, wir hatten so einen ähnlichen Fund ja, oder ähnliche Funde schon früher. Nur auch die Frage, ob es ein Pendel ist von einer Standuhr oder der Scheibenfibel. Und mal sehen, machen wir mal sauber. Also kein Muster drauf, aber im Kreis außenrum. Das ist ein interessanter Fund. So, heute habe ich es mit den Ameisennestern mittendrin. So, wieder eine Münze. 5 Reichspfennig aus dem Jahr 1925, meine ich. Ja, so, Ameisen. Ich bin fertig. So, fertig im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar ist die Parzelle jetzt abgesucht. Schauen wir kurz auf die Beifunde, es war da noch alles dabei. War hier ein malierter alter Topf, Eisenring, es hat hier Eisenfragmente, kein Ochsenschuh, glaube ich, sieht aber auch interessant aus. Hier durchnagelt gewesen, da sonst nichts drauf. Dann haben wir hier Munitionsreste, klar, wieder Eisenringe. Hier wahrscheinlich eine Zwinge von irgendeinem Werkzeug. Dann einen ganzen Haufen Fragmente, Fitzel, ganz viele kleine. Stimmblättchen, Eisen, Hülsen, Blei. Ja, eine große Hülse. Hier noch eine Schnur vom Heumachen. Ja, das war's.